Bei der Aufregung um Davids plötzliche Vaterschaft sind Marlas Gefühle auf der Strecke geblieben. Die 36-Jährige hat heute ihren Eisprung und wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich Mutter zu werden. Doch Davids Handy durchkreuzt ihren Plan. Ja. Elli. Okay. Ja gut, ich komm gleich. Ich bin gleich da, ja? Gut, ciao. Ciao. Was ist los? Irgendwas mit Jona? Geht's ihm gut? Mit Jona ist alles okay. David Attenberger, und warum habe ich dich denn gerade sagen hören, dass du zu Elli fährst? Soll das ein Witz sein? Sie hat irgendein Problem und einen Notfall im Büro und hat niemand, der auf Jona aufpasst. Klar, und niemand, der zufällig einspringen kann. Mensch, du weißt doch. Jona ist mein Sohn. Ich fühle mich ihm gegenüber verpflichtet. Ich muss da jetzt hin. Ich weiß, das Timing ist scheiße. Oh, Schatz. Nee. Oh, komm, wir holen das nach, okay? Ach, Mensch. Bis dann. Wir holen das nach. Klar, ich habe ja auch einen Dauereisprung. Vor einer Woche hat Marla Attenbergers Ehemann David erfahren, dass er Vater des 9-jährigen Jona ist. Die Mutter des Jungen ist seine Ex Elli Thierse, die seit der Trennung von ihrem Mann nichts unversucht lässt, um David wieder näher zu kommen. Auch heute hat sie ihn unter einem Vorwand zu sich bestellt. Die Tür war offen. Ach, David, die Tür habe ich nur angelehnt. Ich wollte nicht so viel Lärm auf dem Flur machen. Ja, was machst du da eigentlich? Musst du nicht sofort los? Ach, der Wein. Oh, sorry. Ich habe einen Anruf gekriegt. Ich muss heute nicht mehr ins Büro. Es gibt keine vorgezogene Deadline. Ja, ist doch super. Dann mach ich wieder los jetzt, ne? Moment, nein, warte noch. Nur auf ein Glas Wein. Jona ist schon im Bett. Schließlich haben wir jetzt ein gemeinsames Kind. Da können wir uns viel drüber unterhalten. Ja, 5 Minuten, ja. Okay, dann mach ich wieder los, ne? Wunderbar. Nur auf einen Schluck. Aber danach muss ich wieder zu Marla. Elli, egal was das jetzt werden sollte, er läuft nichts, das weißt du aber. Oder? Also, es ist schön, dass wir uns als Eltern gut verstehen und so weiter. Das ist schon mal wichtig wegen Jona, aber das mit uns ist schon lange her. Und ich liebe Marla, das weißt du auch. Sorry, entschuldige, das wollte ich nicht. David, hey, sorry. Es tut mir leid. Wir haben uns so lange nicht gesehen und dann... Echt scheiße, sorry. Ganz schön enttäuschend. Ich mach los. Grüß mal Jona bitte, ja? Ich bin sauer auf Elli. Ich brauche jetzt nicht noch mehr Komplikationen. Natürlich will ich auch ein gutes Verhältnis zu Jona. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ich mich mit Elli gut verstehe. Aber jetzt hat Marla doch recht gehabt, ne? Elli will noch was von mir. Damit nichts zwischen ihm und Marla steht, hat David seiner Frau sofort von Ellis unverhofftem Annäherungsversuch erzählt und ihr versichert, dass sie sich keine Sorgen machen muss. 2 Tage später ist David mit seinem Sohn zu einem Zoobesuch verabredet und hofft, dass sich Elli inzwischen wieder im Griff hat. Was ist denn, Kleine? Also, ich meine, sind wir alle startklar? Der Zoo wartet auf uns beide. Tja, da gibt's nur ein Problem. Jona hat sich in seinem Zimmer verbarrikadiert. Na, wieso denn das? Ich denke, er freut sich wie verrückt auf den Zoo. Das war auch so. Aber er will dich plötzlich nicht mehr sehen. Ja, habe ich was falsch gemacht? Also, was ist denn auf einmal los? Ehrlich, David, ich habe keinen Schimmer. Wenn du nichts dagegen hast, ich schau mal nach oben, okay? Okay, versuch dein Glück, aber er hat sich da verbarrikadiert. Ich schaff das schon. Die Tür ist abgeschlossen. Ich schau einfach mal. So, wo ist denn jetzt sein Zimmer? Jona? Jona, hier ist David. Hey, rede doch mal mit mir bitte. Hm? Was ist denn los? Lass mich in Ruhe! Ach. Elli, ich muss dich das jetzt schon fragen, ne? Hat irgendwas mit vorgestern Abend zu tun? Was meinst du? Weil du mich abgewiesen hast? Ja, es kann doch gut sein, ne? Also ich meine, wieso ist er denn jetzt sonst so gegen mich? Auf keinen Fall, als würde ich Jona gegen dich aufhetzen, so ein Blödsinn. Aber ich werde ihn auch nicht zwingen, sich mit dir zu treffen, wenn er nicht will. Okay, okay. Was soll ich jetzt machen? Warte mal kurz. Hallo? Ah ja, Herr Römer, okay. Hm? Ah ja. Ja, ich bin hier gerade bei meinem Sohn. Hier gibt's ein mittelschweres Problem. Okay, gut. Kleinen Moment mal, ja? Ja.
Mein Anwalt hat irgendwas mit mir zu besprechen, ist gerade in der Nähe. Kann er mal kurz vorbeikommen? Ja, mein Gott. Hören Sie, das geht klar, ja. Kommen Sie doch ruhig mal vorbei. Ja? Okay, bis gleich, ne? Ciao, ciao. Dann kann er ja versuchen, Jona da rauszubekommen. Ist ja witzig, Elli. Mir wird das ja echt gerade alles ein bisschen zu viel. Also ich glaube, Elli, ja, dass er nichts damit zu tun hat, dass Jona nicht mit mir reden will. Aber umso weniger kapiere ich, was jetzt mit ihm los ist. Als Bernd Römer kurze Zeit später eintrifft, weigert sich Jona noch immer, sein Zimmer zu verlassen. Eigentlich wollte der Anwalt mit David über die anstehenden Unterhaltszahlungen sprechen. Doch die Vater-Sohn-Beziehung seines Mandanten ist wichtiger. Jona, der Bernd ist hier, Bernd Römer, der Anwalt von deinem Vater. Hallo Jona, grüß dich. Kann ich reinkommen? Ja, okay. Danke. Mal schön, dass es hier. Danke. Aber so richtig glücklich siehst du ja nicht aus. Ja. Willst du darüber sprechen, was los ist? Nee, eher nicht. Eher nicht? Ich weiß nicht. Also, dein Vater hat mir gesagt, David hat mir gesagt, du willst nicht mehr mit ihm sprechen. Ja, David ist zwar echt nett, aber... Aber? Er will, glaube ich, gar nicht mein Vater sein. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Naja, Fabian hat gesagt, heute Morgen zu meiner Mutter, die haben sich gestritten. Und da hat er halt gesagt, dass David sich doch noch nie für mich interessiert hat. Okay, dann kann ich verstehen, dass du traurig bist. Das ist aber Unsinn. Guck mal, dein Vater, also der David, der wusste überhaupt nichts davon, dass es dich gab. Der hatte gar keinen Kontakt mehr zu deiner Mutter. Wenn er das gewusst hätte, dann hätte der sich natürlich früher gemeldet. Der weiß es aber erst seit Kurzem. Und in dem Moment, als er es wusste, hat er sofort gesagt, er will für dich da sein. Ehrlich? Ja klar, ehrlich. Entschuldigung, Indianer-Ehrenwort. Außerdem bin ich Anwalt. Anwalt darf nicht lügen, steht in der Berufsordnung. Aber warum fragst du das deinen Vater nicht selber? Mit dem kannst du doch reden. Ja, gute Idee. Soll ich mal reinholen? Ja. Papa? Hey. Soll ich dir mal mein neues Auto zeigen? Na klar, du hast ein neues Auto. Zeig mir her. Hier, guck mal. Danke, ich bin dann weg. Ey, das ist ja cool. Voll geil. Mein. Hat er noch eine Federung und alles Mögliche? Das zeigt, was er kann. So, hier hängen die Lampen jetzt erstmal wieder gerade, das ist gut. Aber den Tirse, den werde ich mir vorknöpfen, und zwar persönlich. Dem werde ich sagen, dass es nicht so weitergeht. Er kann diese Auseinandersetzung nicht auf dem Rücken von Jona austragen. Das geht nicht. Bernd Römer macht sich sofort auf den Weg zu Elli Tirses noch Ehemann Fabian. 9 Jahre lang hat dieser geglaubt, Jona wäre sein Sohn. Doch die Enttäuschung über diese Vaterschaftslüge gibt ihm noch lange nicht das Recht, den Jungen gegen seinen leiblichen Vater aufzuhetzen. Grüße Sie. Wollen Sie? Ich habe echt total eilig. Kurzes Gespräch. Es geht nicht ums Geld. Das bespreche ich alles mit Ihrem Anwalt. Es geht um Jona. Es gibt ein Problem. Jona weigert sich, auf einmal mit meinem Mandanten zu sprechen. Die beiden waren für einen Zoobesuch verabredet und er hat ihn noch nicht mal zu sich gelassen. Nein, Entschuldigung, ist es mein Problem oder was? Ich weiß nicht, was da schief läuft. Wenn Ihr Mandant da einen auf Superdaddy macht und das jetzt irgendwie nicht auf die Reihe kriegt, ist das nicht mein Problem, Herr Römer. Herr Thierse, da hat mein Mandant überhaupt nichts mit zu tun. Der Jona hat einen Streit mit gehört, den Sie hatten mit Ihrer Ex-Frau. Und in diesem Streit haben Sie sinngemäß gesagt, der Attenberger, dem war sein Kind doch immer völlig egal. Der hat sich ja gar nicht um das Kind geschert. Und? Erstens wissen Sie, dass das überhaupt nicht stimmt, weil Herr Attenberger ja gar keine Ahnung davon hatte, dass Jona existiert. Und zum Zweiten, ganz unabhängig davon, bitte ich Sie, halten Sie Jona da raus. Tragen Sie das nicht auf dem Rücken von Jona aus. Das tut mir auch leid, ich wollte das eigentlich auch gar nicht. Aber letztendlich, es kotzt mich total an, dass dieser Typ mit meiner Frau zusammen war und jetzt einen auf Musterpapa macht, wo ich Jona doch großgezogen habe. Herr Thierse, wenn ich Sie so höre, dann merke ich, ganz ehrlich, um das Geld geht's Ihnen nicht wirklich. Sie sind verletzt und Sie sind wahnsinnig wütend und Sie wollen sich rächen an meinem Mandanten. Haben Sie Angst? Sie haben Angst, dass er Ihnen den Jungen wegnimmt? Ist es das? Ja und? Sie verstehen es einfach nicht. Der Typ hat alles kaputt gemacht. Es war doch alles gut. Also Herr Thierse, jetzt weiß ich nicht, ob Sie ganz ehrlich sind. Ich meine, Ihre Ehe war doch schon vorher ein bisschen am Kriseln, oder nicht? Nein, Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich hatte schon meine Bedenken, dass Elli mich betrügt und hab ihr nachspioniert und hab letztendlich auch in ihr Mails rumgeschnüffelt. Also war Ihr Vertrauensverhältnis zerrüttet? Ja, natürlich. Und ich habe in so einem alten Social-Network-Account, Stay in Touch, glaube ich, heißt der, habe ich irgendwie Mails gesehen mit diesem David. Und da haben sie sich die ganze Zeit hin und her geschrieben über diese Nächte, die sie miteinander verbracht haben.
Wissen Sie, wie hart das ist, wenn Sie schwarz auf weiß solche schlüpfrigen Geschichten lesen? Natürlich, das tut weh. Das tut auch nach 10 Jahren noch weh. Ja. Und wegen diesen 10 Jahren, da sind Sie natürlich auf die Idee gekommen und haben sich gefragt, ist Jona möglicherweise überhaupt nicht mein Kind? Bin ich wirklich der Vater von Jona? Genau. Und ich bin dann zu Ellie, habe sie zur Rede gestellt und den Rest der Geschichte kennen Sie ja. Den kenne ich. Herr Thierse, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen. Ich würde Sie nur Folgendes bitten. Halten Sie den Jona da raus. Egal was ist. Mit den anderen Sachen, da rede ich mit Ihrem Anwalt. Aber tragen Sie es nicht auf dem Rücken von Jona aus. Das Kind kann nun wirklich überhaupt nichts dafür. Okay, das mache ich. Vielen Dank, Herr Römer. Ich danke Ihnen. Ja, bis dann. Machen Sie es gut. Jo, tschüss. Tschüss. Nach dem Gespräch mit Fabian Thierse hofft Bernd Römer, dass sich die ganze Situation nun merklich entspannen wird. Auch im Hinblick auf die noch anstehenden Unterhaltszahlungen seines Mandanten. Bei einem abendlichen Besuch will er David auf den neuesten Stand bringen. Ich wollte Ihnen erzählen, dass ich nicht ganz untätig war in der Zwischenzeit. Ich habe das Gespräch mal direkt mit dem Herrn Thierse gesucht. Und der Herr Thierse hat tatsächlich seiner Frau im Streit das gesagt, was der Jona mitbekommen hat. Deshalb wollte er nicht mal mit Ihnen reden. Der Thierse wusste aber nicht, dass der Jona das mitbekommen hat. Es tat ihm auch leid, er hat seinen Fehler eingesehen. Also unterm Strich, es war ein gutes Gespräch, das ich mit ihm hatte. Klingt doch gut. Ja? Also ich meine, ich will mich ja mit dem Mann auch überhaupt nicht streiten. Das liegt mir völlig fern. Und schließlich ist das ja auch der absolut Gepeinigte in der ganzen Sache. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass ich erfahre, meine Frau hat mich die ganzen Jahre belogen und betrogen, und mein Kind ist nicht mehr mein Kind, dann würde ich auch ausrasten, ne? Ich auch. Das können Sie mir glauben. Und ich habe das Gefühl, dem Thierse zieht es völlig den Boden unter den Füßen weg. Also, dass seine Ehe nicht mehr besonders gut war, das hat er wohl schon länger geahnt. Aber wirklich, schwarz auf weiß hat er es erst mitbekommen, als er ihre uralten Mails da gefunden hat, die sie sich mit Frau Thierse geschrieben haben, damals vor 10 Jahren. Entschuldigung jetzt, aber was für Mails? Welche Mails? Ja, es waren keine E-Mails in dem Sinne, aber sie waren anscheinend bei Stay in Touch, so sagte er das, irgendwie so ein soziales Netzwerk. Und da hat er Nachrichten gefunden, die sie und seine Frau vor 10 Jahren über ihre Nächte geschrieben haben. Was? Da warst du mal? Nee, ich war garantiert noch niemals in irgend so solchen Social-Media-Dingern angemeldet. Und von Stay in Touch habe ich noch nicht mal was gehört. Aber die Mails waren von einem David. So, sie hatten eine Affäre sein. Mit Frau Thierse. Es kann doch nicht sein, dass Frau Thierse noch eine Affäre mit noch einem David hatte zu der Zeit, oder? Oder meinen Sie doch? Es gibt noch einen David Green, genannt Dave. Das ist so ein alter Uni-Freund, also wir haben zusammen studiert. Ein Ami. Naja, aber der ist natürlich wahrscheinlich längst wieder in die Staaten zurück. Ja, was merkwürdig ist, die Frau Thierse hat von Anfang an gesagt, Sie müssen der Vater sein. Die hat immer gesagt, ein anderer kommt nicht in Betracht. Aber wenn das stimmt, dass Sie keine Mails geschrieben haben, dann gibt es einen Dritten. Ja, aber Herr Römer, der Test sagt doch ganz eindeutig, ich bin der Vater. Der Test, das war ein Wohnzimmertest. Da gibt es viele Fehlerquellen. Und die größte Fehlerquelle war Frau Thierse. Wir haben der den ganzen Ablauf überlassen. Sie glauben, Elli hat das Ergebnis gefälscht? Das weiß ich nicht. Ich kann es nicht ausschließen. Die einzige Möglichkeit, Klarheit zu bekommen, ist, diesen David Green zu finden. Tja, dann müssen wir wahrscheinlich auch in den USA suchen, ne? Dann machen wir das eben. Wofür gibt's Internet? Warum hat Frau Thierse uns das Verhältnis mit David Green verschwiegen? Aus Vergesslichkeit? Wohl kaum, wenn es so tolle Nächte waren. Aus Schamhaftigkeit? Wohl auch nicht. Wir leben ja nicht mehr in den 50er Jahren. Also war es eine bewusste Täuschung? Ja, vielleicht. Und dann ist jetzt die Frage, warum hat sie das gemacht? Und inwieweit können wir jetzt noch dem Ergebnis des Vaterschaftstests vertrauen? Das müssen wir jetzt rausfinden. In Berlin hat Rechtsanwalt Bernd Römer herausgefunden, dass nicht nur sein Mandant David Attenberger als Vater des 9-jährigen Jona in Frage kommt, sondern auch David Green. Der Amerikaner hatte zum Zeugungszeitpunkt ebenfalls eine Affäre mit Jonas Mutter Ellie. Was machst du hier? Ellie, ich freue mich auf dich zu sehen. Ja, das ist eine Überraschung, ich gebe es zu. Herr Green, und wie ich sehe, erinnern Sie sich, das freut mich. Also Ihr Gedächtnis funktioniert ja anscheinend doch noch ganz gut. Wir haben was zu besprechen und ich schlage vor, dass wir uns vielleicht alle zusammensetzen. Nehmen Sie doch Platz, Frau Thierse. Frau Thierse, wenn der Herr Green da ist, dann können Sie sich denken, dass wir diesbezüglich eine Frage haben. Warum haben Sie uns verschwiegen, dass Sie vor ziemlich genau 10 Jahren ebenfalls eine Affäre mit Herrn Green hatten? Ja, wir hatten was miteinander. 2-mal.
Aber das geht hier niemandem was an, sonst hätte ich ja auch was gesagt. Das geht hier niemandem was an? Also, Ellie, entschuldige bitte. Natürlich geht uns das was an. Du standest vor unserer Tür und hast gesagt, dass nur ich noch, außer dein Ex-Mann Fabian, als Vater in Frage komme. Und jetzt hören wir, dass es auch möglicherweise Dave sein könnte? Also... Aber das ist doch jetzt total egal. Wir haben immerhin den Test und der sagt, du bist der Papa. Den Test? Das ist der nächste Punkt. Das ist der nächste neuralgische Punkt. Der Test ist von Ihnen in Auftrag gegeben worden. Wir haben uns bei diesem Test auf Sie verlassen. Wir haben Ihnen vertraut. Sie haben das Ergebnis empfangen. Sie haben die Sachen losgeschickt. Wer sagt uns denn, dass das alles so seine Richtigkeit hat? Wollen Sie mir etwa damit sagen, ich hätte den Test manipuliert? Das weiß ich nicht, Frau Thierse. Die Möglichkeit dazu hätten Sie gehabt. Und angesichts der Forderungen, denen sich mein Mandant ausgesetzt sieht seitens Ihres Ex-Mannes und angesichts der Tatsache, dass Sie ein bisschen vergesslich sind, was Ihre Affären angeht und wer da möglicherweise noch als Kindsvater in Betracht kommt, ist die einzige Möglichkeit, ihr Klarheit zu schaffen, jetzt endlich ein gerichtliches Vaterschaftsfeststellungsverfahren durchzuführen. Endlich! Das ist doch Blödsinn. David, willst du das denn? Wir mögen Jona beide sehr. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jetzt Klarheit bekommen. Es geht nämlich ums Kindswohl. Es geht darum, dass Jona Klarheit braucht. Das haben Sie etwas aus den Augen verloren. Und warum haben Sie da Bedenken? Es kann doch nur dasselbe rauskommen wie bei dem Test, den Sie abgewickelt haben, oder? Okay. Sie haben recht. Sie können sich das mit der Gerichtsverhandlung sparen. Ich habe den Test gefälscht. Was? Ich habe den Umschlag vorher geöffnet und als ich gesehen habe, dass David nicht der Vater ist, habe ich das Ergebnis gefälscht. Sag mal, warum belügst du uns? Was tust du uns das an? Ich wollte, dass David der Vater von Jona ist. Meine Gefühle waren nie wirklich weg. Als wir uns wiedergesehen haben, da war plötzlich alles wieder da. Es ist unverantwortlich, wie Sie sich allen Beteiligten gegenüber verhalten haben, Frau Thierse. Es ist unverantwortlich. Aber dank Ihres Eingeständnisses, dass der Test gefälscht ist, heißt das doch jetzt, der Einzige, der als Vater in Betracht kommt, ist Mr. Green. Mr. Green ist der Vater. Congratulations. Yes, ich bin der Vater. Weißt du eigentlich, was du uns damit antust, deinem Sohn ganz zu schweigen? Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal alle in Frieden lassen. Und Jona will euch auch nicht mehr wiedersehen. Wir sind jetzt beide ziemlich down. Was natürlich gut ist jetzt, wir müssen Fabian kein Geld zahlen, wenn ich nicht der Vater bin. Und es ist auch sicherlich gut zu wissen, dass das alles ein Riesenbetrug von Ellie war. Aber trotzdem sind wir jetzt wirklich echt traurig, weil wir haben Jona so lieb gewonnen. Und naja, das ist alles ziemlich bitter für uns gerade. Obwohl Bernd Römer das falsche Spiel von Ellie Thierse aufdecken konnte, ist für ihn der Fall noch nicht erledigt. Eine Lösung muss her, denn Jona soll in Zukunft nicht mehr leiden. Eine Woche später trommelt der Anwalt alle Männer zusammen, die als Vater in Frage kommen. Gut, warm gespielt. Haben Sie sich alle? Ja. Dann sollten wir jetzt eine Lösung finden. Wir sind jetzt die Taskforce Jona sozusagen. Es geht darum, eine Lösung zu finden für das Kind. Das ist ganz wichtig. Egal, was die Erwachsenen vorher an Unsinn gemacht haben, auf seinem Rücken soll das nicht ausgetragen werden. Also, das stimmt schon. Und letztendlich, die letzten Jahre ist Jona ja immer für mich wie ein Sohn gewesen. Die letzten 9 Jahre, sag ich mal, kann ich ja auch nicht einfach so wegwischen. Und es ist schon jetzt ein bisschen komisch, mit den beiden Männern hier zu stehen, die beide was mit meiner Frau hatten, aber... Die beiden Herren, die können Sie auch gerne schlagen. Also gleich mal Fußball. Mhm. Jetzt nicht. Aber Ellie ist ein richtiges Stichwort. Wir brauchen eine pragmatische Lösung. Und eine Lösung, die gut ist für den Jungen, funktioniert nicht ohne seine Mutter. Das heißt, ohne ihre Frau, ihre Nochfrau, wie auch immer, geht es nicht. Es geht nicht ohne sie, es geht nicht gegen sie. Und deshalb habe ich Sie auch gebeten, herzukommen. Erschrecken Sie nicht. Ich hole Sie jetzt mal. Frau Thierse, kommen Sie. Kommen Sie mit dazu. Das ist ein bisschen der Canossa-Gang, aber es geht gerade nicht um die Erwachsenen. Hallo, Ellie. Also, so. Ja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich sehe mich nicht als Vater. Also, wenn die gerichtliche Untersuchung herausfinden sollte, dass Jona mein Sohn ist, dann soll es ihm finanziell auch an nichts fehlen. Aber ich bin die meiste Zeit in den USA und ein richtiger Vater werde ich ihm so nicht sein können. Sorry. Schön, also wir haben jetzt Jona auch die letzten Tage und Wochen absolut ins Herz geschlossen. Und ich habe ihn angesehen wie meinen eigenen Sohn. Aber letztendlich, wenn er ein Problem hätte oder irgendwas, worüber er reden will, er würde wahrscheinlich als erstes zu dir kommen. Ja, wie gesagt, ich sehe ihn ja auch als meinen Sohn. Aber was soll ich tun? Ich bin nicht sein leiblicher Vater und letztendlich bin ich auch nicht mehr sein rechtlicher Vater. Das kann man ja ändern. Okay, ich hätte da noch eine Idee.
Sie adoptieren Jonah einfach. Dann sind sie sein Vater. Wie vorher. Mit allen Rechten, mit allen Pflichten. Was meinst du, Ellie? Ich habe eingesehen, dass ich riesengroßen Mist gebaut habe. Du warst ein toller Papa. Ich würde mich freuen, wenn du das immer noch sein möchtest. Okay. Ich mach's. Okay. Auf jeden Fall. Prima. Ja gut, und unsere Türen stehen Jonah immer offen. Ich meine, vor allen Dingen, wenn er mal wieder Stress mit seinen Eltern hat. Also wir würden uns wirklich freuen, Jonah weiterhin zu sehen. Ich schlag vor, hier besiegeln wir das mit dem Handschlag zwischen den Männern. Und die Feinheiten, die setzen wir in meiner Kanzlei noch auf. Vor allen Dingen, was den Unterhalt angeht, wenn sie tatsächlich der Vater sind, wovon wir ja ausgehen. Damit wir uns dann einen kostenspieligen Prozess schenken. Also ich denke, wir haben jetzt die beste Lösung für Jonah gefunden. Und wir freuen uns auch total, dass wir ihn ja auch weiterhin sehen können. Und Marla und ich, wir blicken jetzt einfach mal in die Zukunft und schauen, was die so bringt für uns. Während Fabian Thierse 3 Monate später Jonas offizieller Adoptivvater wird, erwarten David und Marla Attenberger eigenen Nachwuchs. David Green ist zurück in den USA und zahlt großzügig Unterhalt, damit es Jonah an nichts fehlt.